Die Salzverschwörung, die Wahrheit über Salz. Salz ist ein lebenswichtiges Element und war bei den Römern ein hochgeschätztes Gut. Heute hat sich das weiße Gold zum billigen und gesundheitsschädlichen Alltagsprodukt entwickelt. Was ist passiert? Fluorid ist ein Nervengift. Bereits eine geringe Menge davon hat das Potenzial, die Entwicklung des Gehirns zu beeinträchtigen. Raffiniertes Salz kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes und Osteoporose begünstigen. Interessanterweise bewirkt das unraffinierte, natürliche Salz genau das Gegenteil. Es kann sogar zur Heilung von Krankheiten beisteuern. Das ist so heftig, ne? Da könnte man jetzt auch die Theorien anschmeißen und sagen, vielleicht wird es sogar bewusst so gemacht. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus vom Bruder an die ganze YouTube-Community. Ich liebe euch. Danke für den ganzen Support. Danke auch immer für die schönen Kommentare und die Bewertungen und so. Also ich merke richtig, wie ihr den Content enjoyt und wie ich schon für manche Leute zum täglichen Leben dazugehöre, die sich wirklich täglich ein Video von mir reinziehen. Und dafür bin ich dankbar. Wollte ich einmal Danke sagen und Liebe zu euch nach Hause senden. Und zwar gehen wir jetzt ins nächste Video rein. Das Video heißt Die Salzverschwörung, die Wahrheit über Salz. Miese Recherche wieder heute, meine lieben Freunde. Ich glaube, das wird ein geiles Video. Ich habe selber auch schon umgeswitcht von Salz mit Fluorid auf Himalaya-Salz ohne Fluorid. Und ich glaube, es wird hier auch ein bisschen um Fluorid gehen. Ich bin gespannt, was sonst noch abgeht in dem Video, ob da irgendwelche neuen Infos noch mit reinkommen. Ich küsse euer Herz. Und jetzt geht der Peter ab, würde ich sagen. Peter, Eden, man, come on. Auch schon lange kein Video mehr von dem Geheimes Wissen TV, heißt es, glaube ich, ne? Reingezogen. Ich finde den echt gut. Verborgene Geheimnisse TV, sorry. Es ist schwer zu verstehen, warum so etwas Gesundes wie das Salz toxisch geworden ist. Ich frage mich, warum natürliche Produkte so stark verändert werden müssen, sodass sie ihre Wirkung verlieren und uns sogar noch schaden. Das ist krass, wenn du auch guckst, so als ich damals die Transition gemacht habe zum veganen Ernährung, da habe ich auch das erste Mal angefangen, auf den Produkten hinten drauf zu schauen, was da drin ist, damit ich halt keine tierischen Produkte mehr konsumiere. Und dann hast du gesehen, dass so tierische Sachen wie hieß es nochmal? Molkekonzentrat oder irgendwie sowas. Du hast in Produkten, wo du niemals gedacht hast, dass da irgendwas Tierisches drin ist, habe ich dann gesehen, dass da einfach so tierische Sachen mit drin sind. Und das ist schon eine heftige Sache. Warum muss man das überall mit beimischen, diese ganzen Sachen? Frage ich mich auch. Salz ist ein lebenswichtiges Element und war bei den Römern ein hochgeschätztes Gut. Heute hat sich das weiße Gold zum billigen und gesundheitsschädlichen Alltagsprodukt entwickelt. Was ist passiert? Das Wort Salär ist ein Synonym für Arbeitsentgelt. Das Salz wurde früher so geschätzt, dass die römischen Soldaten teilweise damit bezahlt wurden. Krass. Okay, das wusste ich nicht. Das ist crazy. Salz wurde mal als Zahlungsmittel benutzt. Krass. Seine Stimme ist sehr beruhigend. Ja, ne? Gibt gute Vibes. Yassi, was geht ab? Wie geht's dir? Salz kommt als Brocken im Gestein eingeschlossen oder in Wasser aufgelöst, wie das Meersalz vor. Naturbelassenes Salz ist nicht nur für uns Menschen überlebenswichtig, sondern auch für Tiere und Pflanzen. Dieses Salz enthält viele Mineralien wie Calcium, Phosphor und Magnesium, die für den Knochenaufbau unerlässlich sind. Zudem sind Calcium und Magnesium für die Nerven- und Muskelfunktion in unserem Körper sehr wichtig. Sehr wichtig. Zu wenig Magnesium, dann kriegst du Krämpfe, vor allem wenn du hart trainierst. Weil Salz viele wichtige Mineralien in den richtigen Verhältnissen enthält, kann es antiseptisch und durchblutungsfördernd wirken und für viele Funktionen des Körpers von entscheidender Bedeutung sein. Bei allen Lebewesen wie Pflanzen, Tiere und Menschen ist eine salzige Lösung in Flüssigkeiten wie Speichel, Urin und Plasma enthalten. Dies ist auch im Tierreich bekannt. Es gibt Elefanten, die auf der Suche nach kostbarem Salz hunderte von Kilometern zurücklegen. Sie wissen instinktiv, dass es... Krass.
Die suchen Salz und legen hunderte Kilometer zurück. Auch Elefanten, oder was? Wichtig für ihre Gesundheit ist. Ursprünglich hat Salz 84 Elemente. Heutzutage wird das Salz von der Industrie raffiniert und es werden Chemikalien zugesetzt, sodass nur Natrium und Chlorid übrig bleiben. Warum aber, warum? Als Endverbraucher fragen wir uns heute, welches Salz sollen wir kaufen? Die Antwort ist ganz einfach. Das unverarbeitete, natürlich gewonnene Salz ohne chemikalische Zusätze. Nur so enthält das wichtige Salz alle 84 Elemente, die unser Organismus braucht. 84 Elemente, musst du dir mal überlegen. Crazy. Es gibt verschiedene Salzarten. Meersalz wird durch Verdunstung durch Sonne und Wind aus Meerwasser gewonnen. Die naturbelassenen, unverarbeiteten Salzkristalle werden manuell oder maschinell abgebaut und bekommen keine zugesetzten Chemikalien. Steinsalz oder Kristallsalz ist auch nichts anderes als Meersalz, das vor Millionen von Jahren durch die Austrocknung der großen Meere entstand. Fleur de Sal oder Fleur de Sel wird ausschließlich durch reine Handarbeit gewonnen und ist deswegen das kostbarste und teuerste Meersalz. Fleur de Sal. Schon mal gesehen sogar hier in Mexiko, glaube ich. Naturbelassene Salze fördern die Aufnahme und Verdauung von Nährstoffen und sind gut für das Nervensystem, Herz, Knochen und Muskeln. Sie regulieren den pH-Wert und Blutdruck und reduzieren Müdigkeit und die Blutarmut. Zudem können Salze die Behandlung von Fettleibigkeit, Diabetes und Osteoporose unterstützen und die Abwehrkräfte erhöhen. Alle anderen Salzarten haben chemische Zusätze und sind raffinierte. Was ist mit Himalaya-Salz, Bro? Das hat er jetzt gar nicht erwähnt. Das ist doch auch clean, oder nicht? Salze wie Tafelsalz, Kochsalz und Mononatriumglutamat. Das sind Meersalze. Das hört sich schon so an, so komisch an. Mononatriumglutamat. Durch einen chemischen Prozess verarbeitet worden. Hör auf, weg damit. Und bei denen alle Mineralien entfernt wurden. Seltsamerweise sind es diese Salze, die am meisten von uns konsumiert werden. Das Salz Mononatriumglutamat ist als sehr gesundheitsschädlich einzustufen. Das hört man schon am Namen. Ich schwör's dir. Wird aber ausschließlich von der Lebensmittelindustrie verwendet. An sich ist Glutamat geschmacklos. Da es aber ein großer Geschmacksverstärker ist, wird es vielen verarbeiteten Lebensmitteln hinzugefügt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einige eklatante Unterschiede zum vollwertigen, natürlichen und raffinierten Salz gibt. Die alleinige chemische Verbindung Natriumchlorid existiert nicht in der Natur. Das raffinierte Salz besteht aber hauptsächlich daraus. Mit weißem Zucker, Weißmilch, raffiniertem Reis sieht es ganz ähnlich aus. Biologisch gesehen erkennt unser Körper raffinierte Stoffe nicht an und betrachtet sie als toxisch und lehnt sie ab. Einigen raffinierten Salzen werden auch künstliches Jod oder Fluoride zugesetzt. Es wird behauptet, dass wir diese Zusatzstoffe benötigen und dass wir davon profitieren. Das Jod für die Schilddrüse und Fluorid für die Zahngesundheit. Aber Fakt ist, dass unser Organismus keine künstlichen Jodide oder Fluoride verstoffwechseln kann. Auch wird dem Kochsalz Nitrit, auch bekannt als Pökelsalz, zugefügt. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das im Pökelsalz enthaltene Nitrit in Verbindung mit Eiweißstoffen die sogenannten Nitrosamine bilden. Mary sagt, man hat doch auch als Kind vom Zahnarzt Fluortabletten empfohlen bekommen. Meine Mom hat sie zum Glück nie gegeben. Ja, diese Fluoridgeschichte, das ist schon echt krass, ne? Darüber könnte man sich auch nochmal ein Video reinziehen, weil er ja auch in dem Video gesagt hat, dass Ärzte sogar empfehlen für die Zähne, Zahngesundheit und so. Ich habe mich damit eigentlich noch nie so viel auseinandergesetzt. Wir haben uns ein Video reingezogen, wo halt davon geredet wurde, dass es halt die Zirbeldrüse verkalken kann, wenn du zu viel Fluorid konsumierst, so. Ne? Deswegen versuche ich das aus meiner Ernährung so rauszustreichen, weißt du? Nitrosamine sind krebserregende Substanzen. Für alle nochmal, ich muss das immer mal wieder erwähnen, hier kommen immer wieder neue Leute rein. Ich benutze bewusst keinen
Adblocker, weil ich die Kanäle, die ich mir hier zu Gemüte führe, unterstützen möchte. Und wenn ihr Videos schaut von einem Kanal und den Kanal feiert und denjenigen unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schaut ihr die Videos mit Werbung und ohne Adblocker, weil dann verdient derjenige, der das Video kreiert hat, Geld. Und ich finde, man sollte schon wertschätzen, wenn jemand sich Mühe gibt und ein Video kreiert und sich hinsetzt, es schneidet und hochlädt, dann kann man auch mal kurz 5 Sekunden Werbung über sich ergehen lassen, macht man im Fernsehen auch, und ihr unterstützt halt den Creator. Und gerade solche Kanäle gehören unterstützt, meiner Meinung nach. Und können Tumore verursachen. Fluorid ist ein Nervengift. Bereits eine geringe Menge davon hat das Potenzial, die Entwicklung des Gehirns zu beeinträchtigen. Das ist krass. Auch sehr bedenklich sind die ganzen Konservierungsstoffe, die dem Salz zugefügt werden. Diese Stoffe sind sehr gesundheitsschädlich, werden aber teilweise nicht auf den Etiketten angegeben. Falls jemand auch gerade bei YouTube zuschaut, der noch ein ausführlicheres Video über das Thema Fluorid hat, gerne damit in den Discord rein. Discord-Link ist unten in der Beschreibung. Falls ihr noch keinen Discord habt, das ist ganz easy. Das dauert ein paar Sekunden, dann habt ihr die App auf dem Handy und dann könnt ihr da meinem Discord join. Auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der ist Videovorschläge, und da die Videos reinfetzen. Ich wäre euch echt dankbar, falls jemand gibt da draußen, der dazu noch ein geiles Video hat. Let's get it on. Da es dazu keine Kennzeichnungspflicht gibt. Zusätzlich zum Kaliumjodid wird im Salz auch Dextrose hinzugefügt, um die Oxidation von Jod zu vermeiden. Um Verklumpungen zu vermeiden, wird das Salz auch mit Aluminiumoxid angereichert. Dieser Stoff wird als neurotoxisch eingestuft. Es ist sehr schwierig, dem Konsum von raffiniertem Salz zu entkommen, auch wenn wir natürliche Salze zu Hause verwenden. Das raffinierte Salz ist in fast allen industriell verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Zum Beispiel in Suppen, Oliven, Schinken, Käse, Wurst, Chips, in allen Brotsorten, Kuchen und sogar in Joghurt. Überall. In Joghurt wird Kochsalz als Konservierungsmittel hinzugefügt. Der Verzehr von raffiniertem Salz kann viele Schäden verursachen. Die Anreichung von Toxinen kann im menschlichen Körper zu Wassereinlagerung, Übergewicht und Zellulite führen. Toxine zwingen das Herz, die Leber und die Nieren zu übermäßigen Leistungen. Raffiniertes Salz kann Herz-Kreislauf-Erkrankung, Bluthochdruck, Diabetes und Osteoporose begünstigen. Interessanterweise bewirkt das unraffinierte, natürliche Salz genau das Gegenteil. Es kann sogar zur Heilung von Krankheiten beisteuern. Das ist so heftig, ne? Da könnte man jetzt auch die Theorien anschmeißen und sagen, vielleicht wird es sogar bewusst so gemacht. Weil Salz, hast du ja gesehen, ist fast überall mit drin. So, ne? Warum? Wenn es eigentlich auch heilende Wirkung haben kann und damals auch so heilig war, bei den Römern zum Beispiel, und die damit bezahlt haben, warum wird es dann heute so versaut? Wenn das raffiniert... Danke für die Reaction. Ich hatte ja gestern von der Salzheilkammer erzählt und dann noch ein bisschen recherchiert und fand das Video Hammer. Himalaya, Video Hammer, Himalaya Salzerin. Ich küsse dein Herz, Robson. Ist von dir das Video? Liebe geht raus, mein Jutzler. Danke für die 70 Bits. Stimmt. Gestern Salzheilkammer. Stimmt. Wichtig. Salz. Wollte ich auch nochmal recherchieren. Krank macht und sogar mit viel mehr Kosten und Arbeit verbunden ist, dann fragen wir uns, welche Absicht die Industrie hierbei verfolgt. Genau das habe ich mich gerade gefragt, mein Jutzler. Genau da waren wir. Es ist nicht verwunderlich, dass sich immer mehr Menschen die Frage stellen, ob es nicht auf globaler Ebene ein verstecktes Interesse gibt, dass wir uns ungesund ernähren, damit wir krank bleiben bzw. krank werden und sich die Pharmaindustrie an uns bereichert. Wir nehmen schon in jungen Jahren Medikamente ein, auch ohne krank zu sein. Gesundheit ist ein großes Geschäft geworden. Wäre es möglich, dass es eine Verschwörung gibt, um die Bevölkerung abhängig und schläfrig zu machen und dass wir leichter kontrollierbar sind? Da gibt es so einige Verschwörungen, glaube ich. Also es gibt einige Themen, die, glaube ich, extra dafür genutzt werden, um uns in diesem Status zu behalten. Und das größte Thema von allen ist, glaube ich, Fernsehen, Unterhaltung, Programme. Weißt du, wie ich meine? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema so. Und natürlich auch Ernährung. Also die spielen damit einige Sachen, Frequenzen. Also da gibt es viele Dinge, auf die man heutzutage wirklich achten sollte, damit man da bleibt.
damit man in seiner Mitte bleibt und damit man Dinge wahrnimmt vernünftig und sich nicht programmieren, steuern, unterhalten lässt. So. Zudem muss man sagen, dass in regelmäßigen Abständen ein Alarm ausgelöst wird, um Angst zu schüren. Krankheiten schaffen neue Absatzmärkte. Wir sollten für unseren Konsum nach Möglichkeit nur naturbelassene Produkte wählen. So gehen wir auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Unsere Gesundheit hängt von uns selbst ab. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Safe, Bro. Fühle ich komplett. Danke für das geile Video, Verborgene Geheimnisse TV. Und ich glaube, Robson hat es reingeknallt hier in den Chat. Liebe geht raus. Thank you very much. YouTube, lasst eure Gedanken dazu gerne unten in den Kommentaren da. Und vor allen Dingen, falls ihr geile Videos habt, nutzt den Discord dafür, diese Videos reinzuschicken. Und wir werden eventuell im Stream drauf reagieren. Ich küsse euer Herz. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Peace out. Gang.